jetzt geht's los. Die Maus, jetzt auch bei YouTube. Augen auf, Ohren auf. Sei du klug und sei dabei, wenn ich in Hamburg unterwegs bin und so. Mit der Money Show. Hallihallo Leute. Herzlich willkommen zur Money Show. Und auch ein mausestarkes Hallo an meinen heutigen Co-Moderator und sehr guten Freund William. Hallo alle zusammen. Wir machen heute schon unsere dritte Sendung und haben wie immer viel zu zeigen und viel zu erzählen. Zuerst kommt Phil und erzählt uns heute etwas über Basketball. Genau. Und unser heutiger Gast arbeitet im Miniaturwunderland und gibt uns ein paar Tipps, was Mann, Frau und Maus dort unbedingt anschauen muss. Ich möchte gerne wissen, ob er den ganzen Tag basteln darf. Meinst du, das geht? Den ganzen Tag basteln und dafür auch noch Mäuse bekommen? Das wäre ja ein toller Job. Wir werden ja sehen, wie gut er wirklich im Basteln ist. Ja, aber verrate nicht zu viel. Wir wollen die Zuschauer ja mit unserem Spiel überraschen. Okay, aber ich kann verraten, dass Phil heute die Stadt der Sparer in Hamburg-Mitte besucht hat. Ja, richtig. Da waren auch ein paar spannende Geschichten dabei. Nun aber zu meinem Tageswitz. Bist du bereit, William? Ja. Geht ein Luftballon zum Arzt? Was haben Sie denn? Sagt der Luftballon, ich leide unter schrecklicher Platzangst. Der war gut, aber was hältst du von dem Witz? Fritz fragt dem Lehrer, kann man eigentlich bestraft werden, wenn man nichts gemacht hat? Natürlich nicht, antwortet der Lehrer. Prima, meint Fritz, ich habe meine Hausaufgaben nämlich nicht gemacht. Der war gut. Nun aber zu Phil. Hallo Leute, ich bin mal wieder unterwegs für euch in sportlicher Mission und heute dreht sich alles um den hier, um den Basketball. Und ich bin verabredet mit Tammy und wir werden heute ein bisschen Basketball spielen und ich habe eine ganz besondere Überraschung dabei. Ich habe nämlich zwei Spieler der Harlem Globetrotters eingeladen, die mit den Jungs ein bisschen trainieren werden und ein paar coole Tricks zeigen. Hi, Cammy. Hi. Erzähl doch mal, wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre alt und ich spiele schon seit 8 Monaten Basketball. Dann erzähl doch mal, was gibt es denn zum Beispiel für Pässe beim Basketball? Also, soweit ich weiß, gibt es 3 verschiedene Pässe. Einmal den Überkopfpass. Boom, that's beautiful. That's beautiful. Brustpass, von der Brust aus. Du musst gucken, dass deine beiden Ellbogen zur Seite zeigen. Dann gibt es einmal den Bodenpass. Braucht man irgendwie bestimmte Klamotten fürs Basketballspielen oder? Also lange Shorts und Basketballschuhe. Okay. Was für Würfe gibt es denn beim Basketball und wie werden die Punkte gezählt? Also für einen ganz normalen Korb, wenn ich zum Beispiel werfe und jetzt treffe, gibt es einen Zweier. Halt in diesem Ring. Außerhalb des Rings ist die Dreierlinie. Wenn du triffst, kriegst du 3 Punkte. Und wenn du gefoult wirst und dann noch den Korb triffst, kriegt man einen Freiwurf und dann kann man insgesamt 3 Punkte erzielen. Und wenn man nicht trifft, wenn man gefoult wird, kriegt man 2 Freiwürfe und kann man nur 2 Punkte erzielen. Und was macht dir am meisten Spaß am Basketball? Warum spielst du Basketball? Also das Laufen an sich und das Dribbeln und Werfen ist auch meine Stärke. Muss man nicht für Basketball eigentlich richtig groß sein? Ist das irgendwie von Vorteil? Also die Größe ist wirklich ein Vorteil. Wenn man so meine Größe ist, dann muss man auch darauf achten, flink zu sein und schnell. Und du bist schnell? Ja. Und rein! Los! Oh! Yes. Okay. Okay. Oh! Oh. Some Globetrotter Magic on. Das war's für heute soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein bisschen inspirieren, auch mal Basketball zu spielen. Eine super coole Sache. Und übrigens, die Harlem Globetrotters sind regelmäßig auf Tournee in Deutschland. Solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen und euch das angucken. Ist echt eine geile Sache, was sie so drauf haben. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Unglaublich!
Die Würfe, das Dribbling, die Tricks. Ich würde auch gerne besser Basketball spielen, aber irgendwie bin ich nicht so begabt wie die Kinder im Film. Vielleicht bin ich ja zu klein. Ich glaube, das hängt nicht von der Größe ab, Manni. Die waren ja auch richtig gut, obwohl die keine 2 Meter groß waren. Okay, da hast du wohl recht. Und da wir gerade beim Thema sind, bei unserem Gast kommen auch die ganz kleinen Dinge richtig groß raus. Herzlich willkommen, Gaston Burkhardt vom Miniatur Wunderland. Hallihallo, Gaston. Grüß dich, mit dran, servus. Hallo. Manni, grüß dich. Ja, genau, mach's dir bequem, setz dich. Ja. Schön, dass du heute zu Besuch bist. Also, Gaston, erzähl uns doch mal, was machst du eigentlich im Miniatur Wunderland? Ich mache alles im Wunderland. Ich baue Brücken, ich baue Schlösser, ich baue Burgen, ich mache Seen, ich baue Schiffe. Egal was, wichtig ist, es macht Spaß. Ah, ja, Spaß ist immer gut. Und wie bist du dazu gekommen? Hast du eine Ausbildung gemacht? Nein. Keine Ausbildung? Brauche ich doch nicht. Du musst Lust, Liebe, Freude, Spaß, kreativ. Und das Wichtigste ist, du musst ein bisschen verrückt sein. Aha. Sonst kannst du doch nicht arbeiten. Und hast du denn eine Ausbildung als Handwerker oder Tischler oder so etwas gelernt? Ich bin gelernter Intarsienschreiner. Das sind Einlegearbeiten. Ah, okay, verstehe. Und was ist das Tollste, was du so gebaut hast bisher? Das Tollste? Eine schwierige Frage. Ich habe zum Beispiel in Bayern eine Plattform, da steht das Schloss Neuschwanstein. Das habe ich mit Herzblut gebaut. Da habe ich 3.911 Teile zusammengefügt. So wurde das Schloss gebaut. Wir haben dich ja besucht, Gaston, und auf dem Schloss haben wir ein kleines Gespenst gesehen. Erzähl doch mal. Das ist Hui Bui, das Schlossgespenst. Ah. Bei uns ist ja das Schöne, darum heißen wir ja Wunderland. Bei uns kannst du alles bauen und machen, ob das wahr ist oder nicht wahr ist oder Fantasie ist. Hauptsache schön ist und es macht Spaß. Und irgendwo habe ich so ein kleiner Gespenst gefunden, aber das ist mir Hui Bui, weil die Kinder lieben ja das. Und habt ihr schon berühmte Leute irgendwie nachgebaut? Etliche haben wir jetzt schon nach. Wie viel, kann ich dir nicht so genau beantworten. Okay, aber also unter anderem kennst du bestimmt Jan Hofer, der Tagesschausprecher. Ach so, ja, klar. Da haben wir das kleine Studio. Da steht er drinnen und erzählt die neuesten Nachrichten vom Wunderland. Ist richtig cool. Ja, aber Gaston, ganz kurz. Ihr habt doch bestimmt gerade kürzlich eine ganz, ganz besondere Person dort auch gebaut. Ja, wenn ich die sieg. Logisch. Manni die Maus. Genau. Ja, und die zwar, haben wir doch. Das war ja eine Riesenüberraschung. Also das war wirklich toll. Die steht bei der Haspa-Filiale bei uns. Wir haben ja 2. Wir haben die Hauptzentrale, aber die steht weiter drin in der Anlage. Da wird man dich ja nicht sehen, weil dazwischen Häuser sind und alles. Aber vorne ist eine kleine Filiale, das war die erste, wo wir gebaut haben. Da bist du verewigt. Ja, klar. Ich bin ja immer viel in Hamburg unterwegs. Überall auf meinem Roller. Am Roller? Ja, klar. Habe ich ihn noch nie gesehen. Ich bin einfach zu schnell für dich, Gaston. Ah, das kann sein, das kann sein. Okay, und ich habe ja Gaston besucht. Und diesen Film schauen wir uns jetzt an. Also, Film ab! Hallo und kommt mit rein! Als erstes hier die Wahnsinns-Schaltzentrale. Von hier aus wird alles im Miniatur Wunderland gesteuert. Sozusagen die Weichen gestellt. Ha, das kenne ich doch. Unser Volksparkstadion. Und sogar ausverkauft, wie man sehen kann. Mal schauen, was mir noch so alles bekannt vorkommt. Da, die Elfi. Einfach toll. Kann man sogar reinschauen. Und gleich gegenüber die Landungsbrücken am Hafen. Da, der Michel. So, und nun bin ich verabredet mit Gaston. Mal schauen, was der gerade treibt. Hallihallo, Gaston. Hier bin ich. Manni, sei gegrüßt. Herzlich willkommen im Miniatur Wunderland. Ja, ich freue mich auch, dass ich endlich hier bin und ich bin so aufgeregt. Verrückt, die Maus. Guck mal, was ich gemacht habe. Wow, das ist ja eine kleine Manni die Maus. Hast du die extra für mich gemacht? Ja, die kommt jetzt praktisch im Bauabschnitt Hamburg. Da haben wir auch die Haspa-Filiale.
die große und der kleine. Ah. An der großen komme ich nicht ran. Dann müsste ich in die Anlage einsteigen. Das geht momentan nicht. Aber im Vordergrund haben wir eine kleine Filiale. Da ist schön Platz. Und da kann er dann einen Platz sich aussuchen miteinander. Gehen wir hoch, dann kleben wir es rein. Super, da bin ich richtig stolz und finde es mäusestark. Und jetzt willst du mit mir eine kleine Rundtour machen, stimmt's? Interessiert's dich? Aber na klar, lass uns losgehen. Dann lauf voraus. Ah, das Theater am Hafen, wo König der Löwen spielt. Und da die Kölbrandbrücke. Das Wahrzeichen von Hamburg, muss ja sein. Die habe ich nachgebaut nach Originalbauplänen. Die Brücke selbst ist 4 Meter, dann habe ich noch 2 Meter 66 Abfahrt. Also insgesamt 6,66 Meter. 270 Stunden Bauzeit und 48 Stunden habe ich benötigt, um sie einzubauen. Toll! Ich habe gehört, es gibt hier noch eine längere Brücke. Wo ist die denn? Hier im Hintergrund, die Storebeltbrücke. Die hat eine Gesamtlänge von 10,45 Meter. An der habe ich ungefähr 300 Stunden gebaut. Das ist meine längste bis jetzt. Wow! Ein Space Shuttle. Guten Flug. Wir haben ein bisschen von Bayern. Kennst du das Schloss Neuschwanstein? Na klar kenne ich das. Das kennt doch jedes Kind. Wie lange hast du gebraucht, um das Schloss Neuschwanstein zu bauen? An dem Schloss habe ich ungefähr 3 Monate gebaut. Die besteht aus 3.911 einzelnen Teilen. Man braucht sehr viel Geduld. Also beim nächsten Mal kannst du mich gerne fragen, dann komme ich zum Helfen. Geduld habe ich nämlich. Mit den großen Finger? Das sieht nur so aus. Oh, ich lasse mich überraschen. Hier habe ich ca. 450 Kilo Gips verarbeitet. In 9 Monaten. Da hätte ich deine Hilfe brauchen können. Ja. Große Mucki hast du ja. Na klar. Der Hälfte gibt's schwer. Jeden Tag mein Stück Käse und etwas Training. Ja. Diese hättest du sofort gekriegt von mir. Der Hamburger Hauptbahnhof. Schau mal, und wer steht da? Ah! Haspar. Jetzt kommt die kleine Figur. Machen wir sie rein. Okay. Na, das sieht ja super aus. Mäusestark. Sehr gut, Gaston. Sehr gut gemacht. Über die Faust. Money Bam. Und damit sind wir raus. Ja, das war wirklich mäusestarker Spaß. Danke, Gaston, für den schönen Tag bei euch im Miniaturwunderland. Ihr seid immer wieder herzlich willkommen im Miniaturwunderland. Mir hat der Minimani am besten gefallen. Der war niedlich. Ja, cool, oder? Denn jetzt bin ich für immer dort verewigt. Aber jetzt wollen wir unser Spiel spielen. Wir wollen mal sehen, wer tatsächlich besser bauen kann. Genau, aber wir werden es Gaston nicht so einfach machen. Okay, jetzt geht es darum, 4 Lego-Menschen richtig zusammenzubauen. Wer zuerst fertig ist oder in 30 Sekunden mehr schafft, hat gewonnen. Gaston, nimmst du die Challenge an? Logisch, nehme ich es an. Super, William, bist du dabei? Ja, klar. Alles klar. Auf die Plätze, fertig und los! Und stopp! So, nun bin ich aber gespannt. Ja, ja, Gaston, lach du nur. Aber ich glaube, wir haben einen ganz klaren Sieger hier heute. William, Applaus, Applaus, Applaus! Sehr gut. Jetzt, bevor du gehst, habe ich aber noch ein kleines Geschenk für dich. Eine Money-Mini-Maus. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Kriegt einen Ehrenplatz von mir. Ah, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und tschüss. Tschüss. Tschüss, Gaston. Komm gut nach Hause. Mach's gut. Hey, William, das war wirklich super. Danke. So,
Und nun schalten wir zu Phil, denn der ist mitten in Hamburg unterwegs. Film ab! Hallo, Phil hier. Ich bin mal wieder unterwegs im Auftrag von Manni. Wir haben mal wieder Schiedwetter hier in Hamburg, aber ganz egal. Jetzt hier am Jungfernstieg, Hamburg-Mitte. Wir suchen die Stadtteilsparer und ich habe ein paar Kids interviewt. Wir wollen mal schauen, was da geht. Hast du denn schon mal Geld gespart für irgendwas? Ja, ich habe früher mal für ein Playmobil-Set Geld gespart, um dann zu spielen. Und hast du damit auch viel gespielt? Hat sich das gelohnt? Nicht so richtig. Nicht so richtig, okay. Und sparst du jetzt wieder für irgendetwas? Ja, ich spare für Sportsachen, weil ich Hockey spiele. Deswegen spare ich für einen Hockeyschläger und für Sportsachen. Ja, klasse. Toll. Sparst du Geld? Ja. Wofür hast du denn schon mal gespart? Was hast du dir gekauft? Ich habe mir schon mal für Lego-Sachen habe ich schon oft was gespart und auch mal für ein Handy. Gibt es irgendwas, wofür du jetzt aktuell sparst? Ja, also für einen Führerschein mal später dann und für mein Auto dann. Dafür sparst du schon? Okay. Ja, also so mal zum Anfang dann. So. Okay. Und weißt du schon, wo du mit dem Auto hinfahren möchtest? Als erstes natürlich ein Ausflug mit meiner Freundin. Hast du schon mal Geld gespart? Ja, ich habe schon mal Geld gespart. Ja, und wofür hast du das ausgegeben? Ich habe auf Kaninchen gespart und halt auf Stall und das ganze Zubehör. Wofür hast du Geld gespart schon mal? Für ein iPad. Für ein iPad? Ja. Wofür brauchst du ein iPad? Es ist ja Corona und da war ja auch Homeschooling und dafür habe ich mir das gekauft. Hast du selber gekauft? Das ist ja toll. Ja. Und sparst du schon wieder auf irgendwas Neues? Ja, auf eine Video- oder Fotokamera. Eine Video- oder Fotokamera, tatsächlich. Mhm. Möchtest du das mal so beruflich machen später oder wofür möchtest du das nutzen? Ich will das eigentlich nur als Hobby benutzen, also so zum Foto machen oder Videos drehen. Aber eigentlich will ich das nicht später werden, also keine Fotografin. So, das war's für heute hier aus der Hamburger Innenstadt. Ich gebe zurück ins Studio zu Manni. Viel Spaß. Hey, William! Was für ein toller Tag mit vielen spannenden Geschichten, oder? Ja, ich finde den Mini-Manni aber immer noch am besten. Ja, der war cool. Und ich überlege mir nun, ob ich öfter mal wieder Basketball spiele, denn Übung macht schließlich den Meister. Genau, also lass uns doch ein bisschen tanzen üben. Auf zum Manni-Tanz! Ja, los zum Manni-Tanz. Jeder kann mitmachen. Wir sagen Tschüss und los geht's. 1, 2, 3. Jetzt geht's los! Ich bin die einzige Maus mit einer eigenen App. Die einzige Maus, die singt und rappt. Die einzige Maus, die auf zwei Beinen durch